Klopf. Ich klopfe auf gut Holz. Servus. Grüß dich. Tobias. Schön, dich mal wieder bei uns zu haben. Tobias, ausgesprochen tut auch mal gut. Ich wollte jetzt mal so richtig seriös rüberkommen. Hallo an die Geräte zu Hause. Ach, ihr hört mich noch gar nicht, gell? Doch, ich glaube, die Mikros sind so gut, aber ich habe ein bisschen vorausgedacht und habe die einfach ins mitgebracht. Dann nehmen wir das doch gleich mal daran und man sieht es oder man hört es gleich viel besser. Wie geht's euch? Sehr gut, sehr gut. Die Sonne kommt mal wieder raus, zum Glück. Das tut richtig gut, gell? Und das tut richtig gut, ja, weil es war ja lang genug trüb und kalt und ekelhaft. Ja, allgemein, die Stimmung ist natürlich eigenartig, aber da wollen wir natürlich nicht näher drauf eingehen. Und unser Hauptaugenmerk liegt auf dem Camping. So ist es, juhu, genau. Die Saison ist voll am Anrollen. Ich würde sagen, Saison ist eröffnet. Ja. Obwohl die Saison ist, glaube ich, auch nie wirklich geschlossen. Ne? Nee, aber du merkst natürlich jetzt, die Stellplätze werden voll. Ich habe ja auch Gott sei Dank heute Abend bei euch einen Stellplatz gefunden. Oder von gestern auf heute. Wie so oft, ja, genau. Wie gerne. So oft, alles voll war in der Umgebung. Ja, klar, ist ja schön zu sehen. Auch. Wir haben ja auch eine sehr schöne Umgebung, so muss man ja auch sagen. Also bei uns steht sich's gut, lebt sich's gut. Das ist wohl wahr. Und deswegen kommen auch sehr, sehr viele Kunden, die von uns etwas weiter weg sind, gerne zu uns zurück. Ja. Dichtigkeitsprüfung für kleine Geschichten, die an den Fahrzeugen gemacht werden müssen, weil sie hier einfach schön stehen können. Sagen, Mensch, da verbringe ich gleich 2-3 Tage, gerade bei so einem Wetter. Super Geschichte. Ich habe mich gestern daran erinnert, an unseren Take, den wir gemacht haben mit dem Challenger X55. Das war, glaube ich, der letzte, gell? Wunderbar in so ein kleines Tal hinaus. Guten Morgen, kein Problem, wir sind gleich soweit. Und durch dieses Tal bin ich reingekommen. Ja. Und das blüht gerade mega phänomenal. Wir hatten vorgestern auch einen kleinen Videodreh für ein Imagevideo und da sind wir eben auch mit dem Camper da in die Richtung rausgefahren, mit der Drohne, wie wir es schon mal hatten. Genau. Super. Da, bietet wo sich ich an. Meinen kleinen Absturz hatte, ich bin auf einen Baum reingeflogen, aber es ist nichts passiert. Du, sag mal. Der Baum steht noch. Der Baum steht noch, genau. Und der Drohne geht es auch noch gut. Die habe ich schon länger nicht mehr benutzt. Ich bin ja eher so der, weißt du, in die Hand nehmen und losfilmen. Hm, klar. LMC, da tut sich was. Ja. Ihr habt die Caravans von LMC. Ja, LMC haben wir mit aufgenommen vor gut einem halben Jahr. Ich glaube, das war auch gut ein halbes Jahr her, wo du da warst das letzte Mal. Mit Sicherheit. Und kurz danach haben wir die LMCs mit aufgenommen. Ich glaube, wir haben damit einen sehr, sehr guten Schritt oder sind damit einen guten Schritt gegangen. Ja. Das Einzige, was, glaube ich, LMC so ein bisschen nachhängt, und das hört man auch von vielen Kunden, das haben sie gar nicht so auf dem Schirm, die Marke mehr. Ja. Und wenn dann eher so ein bisschen auf, die sind ein bisschen oldschool, ein bisschen altbacken. Aber das sind sie gar nicht. Nee. Schauen wir uns später mal an. Die haben sich richtig überarbeitet, wie man so schön sagt heutzutage. Ja. Oder rebooted. Definitiv. Machen wir mal einen stylischen Ausdruck. Ja. Doch, so ist es. Bei dem schönen Wetter gehen wir raus. Ich verstehe es gut. Ich bin nämlich auch anfällig. Ja, ich bin total, also ganz schlimm heute. Ich habe auch, die fliegen jetzt wieder natürlich. Ja, das bringt die Sachen also mit. Seit einer Woche oder was sind die wieder so richtig am Start, die Pollen. Und ich habe es voll erwischt dieses Jahr. Du bist ja fleißig mit Videos. Ich mache ja den Link immer hinten rein, dass man das auch sieht. Bei euch kann man am Laufenden bleiben. Du hast die Sprites recht schön inszeniert, die ganzen Modelle. Natürlich auch die Malibus hinter dir. Ja, da haben wir auch schon ein bisschen was zusammen gedreht. Genau so ist es. Ja, also da hat sich nichts getan. Malibu wie sonst auch noch im Programm. Jetzt auch schon mit den neuen Modellen, sprich schon der neue Ducato 8 drunter. Ja. Sprite, wie du gerade erwähnt hattest, haben wir natürlich auch immer noch. Die gehen super. Zugelassen, 441 zum Mieten. Ja, Miete, klar, läuft mit, aber aufgrund der Modellbeschaffenheit bzw. der Lieferbarkeit ist es natürlich überall mit der Vermietung sehr eng geworden. So ist es. Also wir haben jetzt aktuell auch tatsächlich nur 2 Fahrzeuge in der Vermietung. Ist jetzt auch nicht unser Hauptgeschäft, unser Steckenpferd, aber natürlich ist es so, dass der ein oder andere mal ausprobieren möchte, was er da vielleicht mal kauft. Ja. Ich meine, man nimmt ja auch viel Geld in die Hand. Und auf der anderen Seite natürlich schon das Vermietgeschäft auch ein bisschen mitzunehmen. Aber da wird sich wahrscheinlich auch ein bisschen was tun. Ich weiß, du hast gleich eine Übergabe. Wir geben Gas, gell? Alles gut. Aber ich weiß auch, dass bei euch, nämlich ihr habt ein super schönes geschlossenes Gelände, die Fahrzeuge offen sind, die Leute können kommen, können wohnen in Ruhe und wenn sie Beratung brauchen, seid ihr da. Dafür sind es Aussteller, ne? Genau, dafür sind es Aussteller und der 441, da schwelge ich in Erinnerungen. Ich hatte die Ehre, gleich den ersten zu testen im Dezember, 4 Wochen mit dem Ducato 8 runter, aber da gibt es Videos dazu. Schaut euch das in Ruhe an. Malibus habe ich jetzt
glaube ich, ziemlich alles, was gängig ist, schon. Ich wollte gerade sagen, ist jetzt, genau, ist jetzt auch nichts Fremdes mehr. Klar, haben wir, glaube ich, schon oft genug abgefilmt. 490 LE sehe ich da hinten. 490, 460, 441, 430 und hier unser Vermieter 441. Das ist aber auch noch verkaufbare Ware. Das ist verkaufbare Ware. Es sind, wie gesagt, Ausstellungsfahrzeuge, müssen also noch ein bisschen bei uns auf dem Hof stehen. Genau. Beziehungsweise wir lassen sie auch noch ein bisschen auf dem Hof, weil es macht keinen Sinn, die komplett abzuverkaufen und dreiviertel Jahr leer zu stehen. Da hast du nichts zu sehen. Dann fragen die Kunden, was macht ihr beruflich? Richtig, ja, genau. Das ist Quatsch. Ja, genau. Stellplätze anbieten. Hier ist schon so, da sieht man die 22er, das Update der Heckleuchtenträger. Genau, so ist es. Gut, sieht ein bisschen aus, finde ich, wie ein Mustang von hinten. Was ist denn das hier? Ich habe es ja schon gesehen, aber ich mache jetzt noch mal überrascht, weil ich jedes Mal überrascht bin. Safety Car. Das ist das Safety Car. Perfekt für einen kleinen Einkauf zwischendurch. Dafür wird es auch meistens tatsächlich genutzt, einfach um in den Hofen ein bisschen rumzufahren, schnell einkaufen zu gehen und einfach Werbung zu machen. Deswegen haben wir sehr auffällig das ganze Design gewählt. Ja, das sind unsere Mikrocars, die haben wir auch im Programm. Ich glaube, die hatten wir letztens auch noch gar nicht erwähnt. Nee, da können wir noch mal kurz drauf. Können wir da einen kleinen Schwenk mal machen. Hat uns, oder wir machen einen kleinen Break und wir gehen noch mal rein, das ist, wie du magst. Oder wir lassen nur kurz durchlaufen. Du weißt, ich möchte nichts unterbrechen, das ist klar. Gut. Alles gut. Nee, wir können jetzt kurz weitermachen. Oder? Das ist schon okay. Dann schauen wir doch mal vor, bummeln durch die LMC-Reihe. Werkstatt rechts, ist gut ausgelastet, überall Termine machen, schade grundsätzlich nicht. Absolut, also mittlerweile Werkstatt bei uns ausgelastet, auf jeden Fall mal bis Juni. Ja. Ja, eigentlich schon fast bis Juli, also da muss man wirklich gucken. Und, ja, aber das ist ja in Ordnung. Aber es ist ja in Ordnung, aber das ist ja bei allen gleich das irgendwo. Ist so. Das ist ja gut, dass es so ist, die Werkstatt muss ausgelastet sein, genau, wenn wir so Leerlauf hätten, macht keinen Sinn. Also da steht ja wirklich eine gute Auswahl von LMC Caravans, die sind aber jetzt mit Sicherheit verfügbar, die hier die stehen. Sind die sind absolut, ab sofort verfügbar, die stehen online, caraworld, mobile.de, ja. Genau so ist es. Und ja, weil wir eingangs erwähnt hatten, dass viele Leute vielleicht noch so im Hinterkopf haben, dass die LMCs etwas altbacken wirken, ja, würde ich sagen, treten wir mal den Gegenbeweis an, zum Beispiel jetzt hier bei dem Vivo 580D. Sollen wir aus dem noch eine Roomtour machen anschließend? Können wir später auch machen. Grad. Dann klar. Können wir das jetzt als Teaser verwenden, aber ich denke, da gibt es her, dass man wirklich mal zeigt, LMC so absolut. In 7 bis 10 Minuten nach deiner Übergabe, da blockieren wir nichts. Dann machen wir das so. Aber in diese Ecke wollten wir ja eh noch schauen. Seht ihr mal, da durfte ich übernachten, da hinten. Das ist ein schönes, ruhiges Plätzchen. Mhm. Und da stehen noch zwei. Da habt ihr eine Homepage, 16mobil.de. Der Vorteil ist, du darfst das halt ab 16 fahren. Ne? Genau, in manchen Bundesländern auch ab 15 schon. Okay. Ich habe mit diesen Fahrzeugen eigentlich überhaupt keine Unterhaltskosten. Ich habe mein kleines Moped-Kennzeichen, kostet glaube ich zwischen 60, 70 Euro im Jahr. Ja. Ansonsten habe ich da keine Unterhaltskosten mit den Fahrzeugen. Und ja, ich denke mal, wenn man in der Stadt wohnt oder jetzt wie hier auf dem Land in Anführungszeichen, du bist halt schnell irgendwo hingefahren, ja, fahren eben ja bis maximal 50 Stundenkilometer, deswegen darf ich sie eben auch mit dem kleinen Kennzeichen fahren. Sind allerdings keine E-Fahrzeuge, wie viele Leute denken. Es ist ein kleiner Dieselmotor drin und die Dinger sind absolut robust. Ist natürlich im momentanen Stand noch ein bisschen erschwinglicher als die E-Politik hier umzusetzen. Natürlich, klar, logisch. Und vor allen Dingen, dann hätten wir auch durch die Batterien natürlich ein ganz anderes Gewicht. Die Fahrzeuge dürfen maximal 500 Kilo wiegen, würde dann mit Akkus überhaupt nicht funktionieren. Das ist natürlich schwer umzusetzen. Genau so ist es. Aber eine tolle Alternative und ich finde sie knuffig oder auch fetzig. Also knuffig und fetzig, ja, ich glaube, das sind zwei ganz gute Attribute dafür. Ja, absolut. Also da passt beides gut zusammen. Da fühlt man sich auch nicht doof, wenn man damit rumfährt. Das ist wirklich erwachsen. Ich bin ja im letzten Jahr mal rumgefahren mit einem. Genau. Und das macht richtig Laune. Absolut, so ist es. Und jeder dreht sich um vor allen Dingen. Das ist wahr. Farben sind auch cool. Ja. Also schaut da ruhig mal rein unter 16mobil.de. Genau, oder eben auf die Homepage direkt von Ligier oder Ligier, je nachdem, wie man es aussprechen mag. Oder Microcar. Autorisierter Händler, Microcar. Ist ja bekannt, Ligier. Ist bekannt, ganz früher Formel 1, Monocoque und solche Geschichten. Haben wir hier unter anderem auch ein Monocoque, also wirklich komplett. Echt? Da Sicherheit geht absolut vor bei den Dingern, ja. Ja, da hat sich ja der Smart ausgezeichnet. Man hat es ja nicht geglaubt, nachdem sich erstens, also wie das losging, ein paar aufs Heck gelegt haben, hat man das dann noch geregelt und diese Fahrgastzelle vom Smart ist super beständig. So ist es. Ja. Aber zurück zum Camping. Hier haben wir noch die Van-Abteilung im weitesten. Da haben wir unsere Kastenwagen noch stehen. Auch hier, wie schon bei den Reisemobilen, sind auch unsere Ausstellungsfahrzeuge, sprich vor August eigentlich nicht zu haben. Ja. Weil wir sonst im Endeffekt das gleiche Problem haben. Wir können nichts zeigen, ich kann nichts zeigen. Und die Leute wollen das erfüllen, ertasten.
ist klar, verständlich. Verständlich. Ja? Die Videos sind schön, das ist ein Beigeschmack, um die Leute am Laufenden zu halten. Genau. Ich sehe das jetzt eher so als Newsbeitrag, fahre rum und sage, was gibt's Neues und bringe die Leute auf den neuesten Stand, ein Update. Aber schicke Ausstattung hier, 636 mit dem mit Aufstelldach. Schlafdach drauf. Genau. Nicht schlecht, der Specht. Und es gibt noch eine sensationelle Ankündigung für die Zukunft. Die möchte ich aber nicht vorgreifen, aber ich weise schon mal darauf hin, ihr habt dann nochmal eine neue Marke demnächst. Oder es ist eigentlich schon so, dass man bestellen könnte. Ja. Ihr habt eigentlich auch schon was disponiert. Die Zugänge haben wir schon. Genau, so ist es. Und in ein paar Wochen habt ihr die ersten Fahrzeuge, dann geht's los. Wir hoffen es. Soll ich es verraten? Ja, direkt. Ja, Carrado. Also wir werden Carrado-Händler oder wir sind Carrado-Händler. Ja. Freuen wir uns auch drauf. Ist eine junge, frische Marke, so würde ich es jetzt mal bezeichnen. Passt, glaube ich, ganz gut bei uns. So auch vom ganzen das, Team genau. her. Das passt einfach rein ins Konzept. Was dabei. Ja. Genau, richtig. Was man natürlich dann auch im Gegenzug sagen muss, Chanson wird wegfallen. Ja. Die werden wir aufs Programm nehmen. Das würde sich auch ein bisschen beißen. Würde sich tatsächlich ein bisschen beißen. Vom Budget her, nicht vom Style, aber vom Budget her ist es halt besser. Ja, und deswegen haben wir uns so entschieden. Ist auch gut so. Wir haben uns mit den Jungs echt gut verstanden. Das passt einfach. Ja. Und ich denke, da haben wir, sind wir einen guten Schritt gegangen. LMC, Carrado. Gut aufgestellt. Schauen wir mal, wo es noch hingeht. Ja, man verändert sich im Laufe der Zeit. Das ist man muss sich verändern. Ja, weil man muss sich auch verändern. Alles andere ist Stillstand. Stillstand ist Rückschritt. Schlecht. So ganz ist es, schlecht. Aber es ist eine schöne Zeit. Ich habe mit Chanson auch viel Spaß gehabt. Und tolle Autos weiterhin. Ja, haben wir gut verkauft. Ist gut verkauft, alles so. Es gibt manchmal Gründe für etwas und so war es da halt auch. Carrado ist ja super bewährt. Man, zu Carrado braucht man wirklich nicht viel sagen. Wenn ich so gefragt werde, was ist in diesem Level 3-4 Stern Fahrzeuge wirklich top auf der Liste in Deutschland, dann haben sich einige Marken durchgesetzt und da ist Carrado. Ja. Top. Carrado Sunlight sieht man wirklich fast auch an jeder Ecke. Richtig. Hat einen Grund. Klar, wir haben zum einen, glaube ich, ein ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bei den Fahrzeugen. Man kriegt viel Fahrzeug für relativ wenig Geld. Ja, und es kann und will ja nicht immer jemand 80, 90, 100.000 Euro für solche Dinge ausgeben. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, klar, wir brauchen natürlich auch irgendwo eine Einstiegsklasse. Du musst die Range abdecken heutzutage. Genau, so ist es. Den Leuten zufrieden. Dann jetzt störe ich dich echt nicht länger bei deiner Übergabe. Wir sehen uns nochmal, wenn wir dann den neuen LMC machen. So machen wir es. Okay. Ein Update aus dem Profil. Guckt euch mal das Wetter an. Ciao, ciao.